Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglador zu einem neuen Part. Nitopia mit dem Zwergenfürst. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Wir sind hier in einem Turm. In Anfangs. Ja, das ist Anfangs. Wir sind zurück nach Anfangs zurückgekehrt, nachdem wir am letzten Part in Wolkenstadt, in Wolkenheim, den. Was wohl in diese Öffnung passt? Ein Schlüssel, denke ich mal. Ja. Nachdem wir im letzten Part in Wolkenheim, nun ja, den dunklen Turm vom dunkleren Fürsten, den Himmelsturm gefunden haben und dort den Hinweis darauf gefunden haben, dass wir eine Quest in Anfangs bestehen müssen, um ein Juwel zu bekommen. Um dann die Juwelen in den Turm einzusetzen. In die Öffnung am dunklen Turm. Ja, nach Anfangs sieht das jetzt nicht sehr aus. Oha. Puh. Fast zerquetscht. Es wäre schade gewesen, wenn Blacky gleich zerquetscht worden wäre. Rennen hält fit. Du sagst es doch nicht. Ja, ich habe mir auch was anderes vorgestellt von Anfangs, von der Anfangsquest, aber ja, müssen wir halt hier in diesem Turm noch einmal langlaufen und Queste erfüllen. Oh, ein MP-Bonbon. Vielleicht finden wir hier am Ende ein Juwel, das uns dann hoffentlich. Oh, ein Türschlüssel. Für welche Tür wir den wohl brauchen? Hab da so eine Tür in Erinnerung. Wär's zum Beispiel mit der hier? Hier geht's nicht weiter. Na doch, jetzt schon. Was wohl in diese Öffnung passt. Moment mal, haben wir nicht vorhin einen Schlüssel gefunden? Was heißt hier vorhin? Der Part geht erst eine knappe Minute, wenn es hochkommt. Yay! Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Ja, diese Quest in Anfangs wird wahrscheinlich nicht zu lange dauern, weil, ja, ist halt eine Quest in Anfangs. Ja, da sehen wir schon den Bossgegner, das ist. Wir werden wahrscheinlich heute einige Quests machen und hoffentlich einige Juwelen kriegen. Ja, und dann irgendwann in den Turm kommen. Vom dunkleren Fürsten. Auf geht's! Bosskampf. Mal sehen, wie schwer so ein Bosskampf in Anfangs sein kann. Maus, Wildmaus. Impuls. Mal sehen, wie viel die so aushält. Ja. Ich hoffe ein bisschen. Ich hoffe, dass sie nicht sofort mit dem ersten Schlag weg ist. Das wäre ein bisschen lächerlich. Alles in Ordnung, Annelie. Ja, sie ist eine Endspielbanane. Und Blacky ist sehr geschadet. Okay, die ist doch etwas stärker. Wir haben sie noch nicht mal zur Hälfte geschadet. Okay, Blacky hat sich selbst nur geheilt. Uha, uha. Die kann etwas. Die kann etwas gut angreifen. Mampf. So, alle wieder mit den Streuern gerettet und wiederbelebt und geheilt und ultrafiziert. Vielleicht greifen sie dann stärker an. Nicht nur vielleicht, sondern sie greifen dann stärker an. Ich stehe noch in der Ruhezone. Sitze, um genau zu sein. 113. 113, ach du Schande. Aber Blacky ist doch fast im Game Over. Aber die Maus auch. Impuls, komm, das kriegen wir hin. Zack. Ja, haben wir besiegt. Und damit ist dieser heutige Part noch nicht zu Ende. Nein, das wäre ein bisschen zu kurz. Das wäre wirklich ein bisschen, ein klein wenig zu kurz. Wir müssen noch ein paar Quests heute schaffen. Vielleicht schaffen wir ein paar mehr. Dann muss es nicht. Und was mit dem Juwel? Kriegen wir hier auch ein Juwel? Nichts. Ach, da ist der. So, Georg. Was ist mit all den Monster passiert? Die haben wir platt gemacht. Was echt? Was für eine Erleichterung. Wie kann ich mich nur bedanken? Ach, ich weiß, nimm das hier. Käsekuchen. Und hast du auch ein Juwel für die Himmelspforte, für den Himmelsturm? Vielen Dank nochmal. Der König wird sich sicherlich auch freuen. Juwel? Du hast die Quest von Sir Georg abgeschlossen. Sehr schön, aber ich will ein Juwel. Da waren wir auf dem Holzweg.
Hier gibt's kein Juwel. Ein Unfall! Nein! Was? Annelie hat sich eine Erkältung eingefangen. Oh, Mist. Kann ich sie leider wohl nicht mitnehmen? Oh, Greenie hat was zu sagen. Putin und Greenie. Was denn? Ich habe neulich etwas über Zwerge gehört. Was? Erzählen die sich hier was über mich? Doch schnell. Was ist das etwa wirklich wahr? Ganz bestimmt nicht. Es scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Ach, dieser Greenie hier. Gleich hier. Staatsgeheimnis austauschen. Mensch. Meine Staatsgeheimnisse verrät man nicht so leicht. Geheimnisse vom Zwergfürst. Waren die Russen ausplaudern. Du, ein Schweinehund. Was zum Geier ist das? Was zum Geier? Ein Krakenkugel wäre der Traum von Donald. Ach du Schande. Na gut, kaufst du. Ach so, zum Glück nur eine Spielbanane gekauft. Zum Glück. Ein Hochzeitsstrauß wäre der Traum von Merkel. Scheiß, Hochzeitsstrauß wurde gekauft. Dann wirf den aber mal nicht weg, er ist deine Waffe. Na, die in ihren Lumpen. Gut fit. Ein Herzchenuniform wäre der Traum von Sarah. Na, denn soll sie sich gönnen. Ein Herzchenuniform wurde gekauft. Das Pink sieht ganz gut aus. Günstiger. Dann nehme ich wohl mal Sarah anstelle von Andy mit. Und guck in Anfangs, in weit gereist mal nach einer nächsten Quest. Die ging ja ziemlich schnell, die Quest von ihm hier, von Sir Georg. Endlich sind diese Mäusemonster fort. Der König ist darüber natürlich hoch erfreut. Die Viecher hatten nämlich die besten Lammkeulen aus dem Schloss geklaut. Na, Vincent, das ist... Ja, das machen wir später. Das ist nur eine neue Gegend, die wir noch gar nicht kennen. Das ist vollkommen inakzeptabel. Endlich habe ich Urlaub und... Ach, das haben wir im letzten Part schon am Ende vorgelesen. Das ist, glaube ich, eine Quest in Nebenan. Das würde ich glatt annehmen. Ein Juwel. Sie redet von einem Juwel. Das ist gut. Wir brauchen ein Juwel. Das können wir gebrauchen. Wo denn? In den Ruinen in der Wüste. Da muss ich doch hin. Wir müssen unbedingt heute noch ein Juwel finden. Nehme ich an. Du hast die Quest von Jody angenommen. Kommt sie mit? Gut, du weißt ja jetzt, wo du sie findest. Wenn du das Juwel hier findest, darfst du es gerne behalten. Dankeschön. Sie kommt aber nicht mit. Schade. Okay, brechen wir auf. Von anfangs direkt nach nebenan. Heute kämpfen wir uns nochmal durch die ganzen Gebiete, die wir schon hier kennen. In der Reihenfolge nach. Erst anfangs, dann nebenan. Vielleicht als nächstes das Elfenreich. Ich glaube eher nicht, weil wir da waren wir schon letztens, da haben wir schon eine Quest gehabt. Meine Stimme versagt. Sorry. Fiese Formel. Das lässt sich doch machen, oder? Okay, die sind wohl etwas effektiver. Ist ja auch eine neue Höhle, wo wir reingeraten sind. Sind etwas stärker als die, die wir aus Nebenan kennen. Oha! Sogar sehr stärker. Die Blicke haben sie umgehauen. Sarah will jemanden heilen. Hat sie irgendwie nicht geschafft. Damit ist er fast übergelaufen. Was? Womit? Dass du niemanden geheilt hast? Gibt's doch nicht. Was war hier denn gerade los in diesem Kampf? Irgendwie komplett das Chaos. Liefentoast. Okay. Volldampf voraus. So. Du hast ein neues Outfit, oder? Das steht dir echt gut. Yep. Das Kompliment kam gut an. Okay. Die Beziehung steigt dadurch ein bisschen. Nur ein bisschen, nicht komplett. Und da haben wir Beknacktusse, oder was? Beknacktus A und Beknacktus B. Genau. Das ist aber ziemlich beknackt hier. Gegen solche Kakteen zu kämpfen. Und Kaktusse. Ah, Becky hält sich selbst. Kaktussen. ja, wird immer zweideutiger. Sorry. Das hatte ich in meinem Kopf nicht ganz durchgedacht. Durchdacht. Und aber beknackte. Beknackte Kakteen. Beknackteen. Meine Fresse. Ja, man soll von beknackt
Von einem Beknacktus nicht die Mehrzahl bilden. Das macht eh keinen Sinn. Ein Beknacktus ist eh beknackt. Eine Mehrzahl davon zu bilden. So haben wir sie besiegt. Aus dem Bild mit ihnen. Nur ein paar Kratzer. Kartussaft. Kartensäfte. Auf. Okay, was kommt? Eine Schatztruhe. Öffnen wir sie. Nein, eine Falle. Passiert. Kommt vor. Kommt auch mal vor. Und Beknacktussen schon wieder. Beknackten. Das muss doch Absicht sein, Zwergi. Ja, es ist Absicht. Ihr wisst Bescheid. Will von Sarah geben, okay. Ach stimmt, die haben wieder eine Sache zwischeneinander. Nein, ich und Sarah haben eine Sache zwischeneinander. Ich habe mich zerstritten mit ihr. Und er feuert jetzt Becky auf einen Kaktus. Das kann ja auch noch wieder Streit geben. Das kann ja nicht gut enden. Beknacktus mit Impuls angreifen. Okay, das hat sie noch nicht ganz besiegt. Lässt sich Sarah recht aus. Das ist gut. Hau rein. Blicky wird von Sarah geheilt. Ich muss hier gar nichts tun. Ich muss hier gar keine Streuer verteilen. Das erledigt sich alles von selbst. Wenn wir eine Köchin im Team haben, eine Heilerin. Da wird für alle gesorgt. Ich habe keine MP-Monmons mehr. Ich habe noch welche. Das ist auch gut. Auch dafür wird gesorgt. Wenn man untereinander teilt. Teilen ist heilen in diesem Falle. Aber nur in diesem Falle. Kannst du Damien? Ein Kinderspiel! Neues Level für mich, Level 20! Hui, Kaktussaft. Bald kommt ein Hotel. Ja, ein Gasthaus, genau. Ich kann hell sehen. Auch wenn es dunkel ist im Zimmer. Kann ich ziemlich hell sehen. Wo bleibt meine Flachwitz-App, wenn ich die mal brauche? Ich bin noch nicht auf, wir spielen noch weiter. Ein wenig noch. Wir müssen hier erstmal noch ein Juwel nebenan finden. Wird es vergraben sein? Schlauf, Kreuz! Da kreuzt sie vor sich hin, die Blacky. Gesund oder was? Kannst du nicht rennen? Nicht fit genug? Und da haben wir einen Beknacktus und Silberglyphe A und Silberglyphe B. Na den. Attackieren wir sie mit voller Power. Nicht schmeckt durch das. Megablitz. So, Blacky wurde angegriffen. Ich hoffe, sie überlebt. Sie tut es nicht. Schade. Schade. Übel. Sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn keiner mehr fand. Allerhand meinte die Wand und nahm den Dübel. Ja. Um mal einen sehr lieben Hitzplayer zu zitieren. Sein Lieblingsspruch. Na, ist ja eigentlich kein Zitat, ist ein Spruch. Kann man auch aufsagen. Kann jeder aufsagen. Sarah, nein, hält dich selbst. Kannst du das machen? Nein, kann sie nicht machen. Was überlebt's? Ah, sie hält alle außer sich selbst. Oh, sich selbst hat's auch mitgeheilt. Ich nehme es zurück. Impuls! So, den haben wir besiegt. Warum schmiert Blicky eigentlich ab? Sauber aufgeräumt. Ist doch eher kontraproduktiv. Und unsere Marian sofort im Kampf abschmiert. Und ist doch nicht so gut. Sieht aus, als wäre hier was vergraben. Dann grab mal, Donald. Los geht's. Donald hat ein wenig was ausgegraben. Cool, ein wenig Bargeld. 100 Gold. Ja, ist wirklich ein wenig. Ein ganz klein wenig. Beschweren kann ich mich ja da eher weniger. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Solange ich Gold kriege. So, Attacke. Ja, Lind. Da. Blacky ist geschwächt. Ist fast Game Over. Sie wird ja mal wieder geheilt. Was wollt ihr einsetzen? Das hier. Attacke. Vielleicht schaffe ich es sogar. Okay, Blacky hält sich selbst. Das ist gut. Brauche ich keinen Steuer einzusetzen. Das finde ich immer spitze. Das klappt hier wunderbar. Wunderbar, Ski. Muss ich gar keine Steuer einsetzen. Es klappt auch so. Hui, feuerfrei. Schaffen wir es auch ohne Steuer. Hier durch die Wüste. Ich befürchte nein, aber zumindest diesen Kampf bis zum Gasthaus können wir noch ohne Steuer schaffen. Wäre nice. Lässig. Zurück. Okay, die Nase auch besiegt. Die Nasenläufer.
Weiter kann's gehen. Änderungen braucht man nicht. Hatten wir gerade eben. So kurz, so ein gutes Kurzergebnis habe ich dann auch noch. So, übernachtet mal in der Wüste. Tada! Die fühlt sich wieder besser. Team, ich brauche sie. Schön, gute Bekannte. Krankenbesuch gelernt. Ba, 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 ba. Finne, enge Freunde. Okay, ich muss mal das Zimmer tauschen, damit ich mal mit wem anders in ein Zimmer komme. Guten Level mit mir. Oh, was ist mit Donald und Becky? Ich möchte mich wieder mit Annelie vertragen. Was? Ihr in ein Zimmer. Und mit Becky zusammen. Mit der habe ich noch ein relativ niedriges Beziehungslevel. Da müssen wir uns noch ein bisschen, naja, befreunden. Mit Donald und Annelie passiert, das erfahren wir jetzt, geschieht, würde ich sagen. Passt aber nicht mehr rein. Nein, ich möchte mich wieder vertragen. Ach, der Dialog. Gibt, glaube ich, zwei Dialoge fürs Vertragen. Ich mich doch auch. Danke, Donald. So peinlich, dieses Bild. Hab's mal angemerkt, als ich das mal gemacht habe. Dringend. Oh, das ist meine Freundschaftsdingens. Hab das auch mal kurz gesehen. Erhalt von jedem. Halt konzentrieren, wenn man die Zimmerbelegung beachtet. Sieht aus, als wäre hier was vergraben. Na, dann grab mal, als wäre hier Grab. Du hast doch schon braune Kleidung. Und der Dreck fällt also nicht zu sehr auf. Hier bin ich wohl nicht richtig. Schlapp, um zu graben, oder was? Abmarsch! Puh! Dafür wird jetzt weiter gerannt. Das nicht schon die ganze Zeit machen. Beknacktus. Wieso sind hier so viele Beknacktusern? Beknackteen. So, wie schmeckt euch das? Komm, machen wir sie alle. Kann doch nicht möglich sein, dass wir hier von so vielen Beknackteen besetzt werden. Komm, Sekunde mal, Riesenwaffe! Oha, Donald hat riesen Munition. Impuls auf den Beknacktus. Haben wir den. 1022. Sich da gerettet. Nice. Knacktussaft. Und weiter voran. Ich will ein Hündchen. Nein, ich will kein Hündchen. Ich habe eine Hundephobie. Scheiße. Zwei, du willst kein Hündchen. Nein, willst du nicht. Willst du absolut nicht. Da muss ich dir aber widersprechen. Da muss ich mir selbst widersprechen. Ein bisschen schizophren. Aber was soll es? Ich rede gerade mit der Kamera. Ja, also so viel dazu. Zwiege, bitte Hilfe an. Attackiert. Das kommt davon, Donald. Das war klasse. Okay, ein Lob für Donald. Nochmal fiese Formel bringt zwar nichts, aber was soll es? Haut rein. Mega Feuer. Ölen Army. Hashtag. Das geschafft. Weiter geht's. Voran, 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 voran. Das nächste Gasthaus wartet schon auf uns. Und der nächste Juwel. Vielleicht, eventuell, finden wir das in diesem Part noch. Wäre schön, wenn wir das in diesem Part noch kennen. Baba. Wutfassbelung. Nein, Sarah. Nicht sterben, nicht draufgehen. Heilt sein. So haben wir sie wieder geheilt. Ausnahmsweise müssen wir mal Steuer einsetzen. Kommt, das sind doch nur Nasenläufer. Wir kriegen es hin. Attackiert, auch wenn meine MP fast alle ist. Deren MP der anderen. Die MP der anderen ist noch nicht besiegt. Besiegelt. Keine Ahnung. Kann nicht mehr reden. Kann mich nicht mehr ausdrücken. Blöd. So, Level 20 für Blackie. Auch mal was Schönes. Wollte ich nicht Andi mitnehmen, jetzt habe ich Sarah noch im Team. Oha. Naja, was soll's? Da kommt sowieso jetzt ein Gasthaus. Gasthaus gefunden. Komm noch kriegen. Das wäre doch scheiße. Du hast 40 MP Bonbons verputzt. Die Macht des Horst. Nee, das. Können wir mal weiter. Gasthaus müssen wir später mal eingehen. Das kann jetzt nicht. Vielleicht der Schatz. Grab weiter. Ein Juwel. Perfekt. Haben wir doch eins gefunden in diesem Part.
Das ist was. Perfekt, du hast die Quest von Jody abgeschlossen. Jetzt kann ich gut schlafen diese Nacht. Also, der dunklere Fürst befindet sich im Himmelsdom, richtig? Und dies ist eines der Juwelen, mit denen man das Toreingang geöffnet. Schauen wir doch mal, ob wir die anderen nicht auch noch finden. Aber nicht in diesem Part. Dann können wir in den Himmelsturm erklimmen. Und dann erteilen wir dem dunkleren Fürsten eine Lektion. Und wenn wir ihn besiegen, wird sicherlich auch der große Weise befreit. Hält es durch, Gronkh. Wir sind auf dem Weg. Die Frage ist bloß, ob es noch einen dunkleren Fürsten gibt, also einen dunkleren Fürsten. Dann hat sich eine Erkältung eingefangen, in der Wüste. Okay. Puh. Wie sowas passieren kann. Wüste erkälten kann. Aber egal. Im nächsten Part, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Den frostigen Tag, gehabt euch wohl und ja, haut drinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, adios.